Hallo, ihr Pferdenerds und herzlich willkommen zu einem neuen Serenity Talk Video. Und zwar diesmal mit dem Thema, kann man online reiten lernen? Beziehungsweise, was gibt es eigentlich alles so für Online-Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema Pferd? Und dieses Video wird unterstützt von der Calm Horse Academy. Und zwar gibt es wieder diesen Februar ab dem 1.2. das Calm Horse Summit, also ein riesiges Online-Event, über eine Woche lang Videos von 100 verschiedenen Trainern zu den verschiedensten Themen. Wenn ihr euch dort anmelden möchtet, dann findet ihr den Link hier unten in der Infobox. Ich habe das auch schon gemacht, werde auf jeden Fall vorbeischauen. Und da ist das Schöne, dass ihr euch eine Woche lang all diese Videos ansehen könnt und euch vor allen Dingen das Allerwichtigste, was euch interessiert, herauspicken könnt. Also quasi eine ganz individuelle Möglichkeit für euch, sich eben weiterzubilden und vielleicht auch mal Dinge nochmal konkret von Trainern zu sehen, die man sonst immer nur aus Büchern oder Ähnlichem kennt. Was ich halt besonders spannend finde, zum Beispiel Linda Tennington-Jones, einige Sachen wieder zu sehen, die ist auf jeden Fall mit dabei, Bernd Hackel ist mit dabei, auch Babette Teschen ist mit dabei, die ich sehr schätze, was zum Beispiel diese ganze Kappzaumarbeit angeht, ihren Longierkurs habe ich damals auch gekauft und gelesen und solche Sachen findet ihr dort alles. Die ersten 500 Teilnehmer kriegen ein kostenloses Ticket und schaut auf jeden Fall über meinen Link einfach in der Infobox vorbei. Das Schauen und angucken ist auf jeden Fall kostenlos, passiert nichts. Schaut euch an, ob das etwas für euch ist. Ich bin auf jeden Fall im Februar mit dabei, freue mich schon darauf. Und dann geht es jetzt auch gleich mit dem Thema weiter. Und zwar, was können wir eigentlich alles machen? Dieser Kongress hat hier zum Beispiel den Vorteil, dass er quasi kostenlos ist. Für all die, die ein bisschen später kommen, ist auch nicht so schlimm, weil ihr könnt euch da den Preis nämlich aussuchen, ob ihr jetzt nur 1 Euro zahlen möchtet oder ob ihr 100 Euro zahlen möchtet, je nachdem, was es euch wert ist, könnt ihr dort sozusagen bezahlen dafür. Vielleicht erinnert ihr euch an die Online-Messen, die jetzt gerade letztes Jahr zu der schwierigen Zeit dann waren. Da gab es auch solche Systeme und diese Lösung finde ich echt toll, dass wenigstens irgendwie man etwas weitermachen kann, wenn man nun mal zu Hause bleiben muss und nicht auf Messen gehen kann. Deswegen finde ich das eine coole Idee. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, die komplett kostenlos sind. Und zwar hier ja auf YouTube beispielsweise. Wenn es Leute gibt, die einfach ihre Ideen, ihre Ansätze und so weiter online stellen. Ich habe das ja auch viel gemacht und möchte es jetzt auch wieder häufiger machen. Oder auch zum Beispiel in Podcasts gibt es ja auch super, super viele Podcasts. Ich habe jetzt für mich übrigens den Pro Horse Talk nochmal entdeckt. Das ist jetzt dann speziell für Westernreiter wiederum. Ansonsten mag ich eigentlich inhaltlich auch sehr gerne den Podcast von Gut Hartenstein. Da habe ich leider nur das Problem, dass ich mit dem Ton nicht so gut klarkomme. Also ich bin weiterhin auf der Suche nach Podcasts. Ich habe mich auch noch nicht durch alle eure Vorschläge durchgelesen, beziehungsweise durchgehört vor allem. Also schreibt gerne noch weitere Vorschläge und auch gerne Kanäle, YouTube-Kanäle, die ihr empfehlen könnt, in die Kommentare rein, was ihr gerne noch so schaut. Ich finde ja YouTube-Videos und Podcasts sind eine schöne Inspirationsquelle. Allerdings muss man natürlich wissen, was man für ein Problem hat und danach gezielt irgendwie suchen und da neue Ansätze vielleicht zu finden. Es ersetzt allerdings überhaupt nicht irgendwie einen Trainer oder eine Ausbildung oder so. Ich habe schon genug Menschen kennengelernt, die meinen, ja, sie haben die ganze Bodenarbeit schon gelernt, alles über YouTube-Videos. Das wird tatsächlich schwierig, weil es ja kein Feedback gibt. Also YouTube und Podcast-Sachen und so, das ist alles immer nur eine Informationseinbahnstraße. Das ist letztendlich genauso, wie wenn man sich halt einfach nur ein Buch kaufen würde. Ich meine, Bücher habe ich, seht ihr die hier überhaupt? Hier jetzt auch massenhaft zu stehen. Daraus kann man sich natürlich für sich Informationen rausziehen, aber halt nicht so richtig interagieren. Das ist schwierig. Dafür haben jetzt in dieser Zeit viele Trainer, ich mittlerweile halt auch, angeboten, dass man Videoanalysen macht. Das heißt also, man kann Videos von sich dann eben nach dieser Arbeit einschicken und kriegt ein Feedback dazu. Das ist eine schöne, sehr individuelle Lösung, die quasi online funktioniert, wenn man zu Hause halt direkt üben kann. Oder wenn man nun ein Problem hat. Also man kann ja sein Problem aufzeichnen, zeigen, hier macht das Pferd das und das und ich weiß nicht, was ich falsch mache, irgendwas läuft in der Kommunikation verkehrt, was ist da passiert oder was könnte es noch für Ideen geben, was es vielleicht für
physische Probleme beispielsweise geben könnte, sind natürlich alles immer nur Vermutungen, die man anstellen kann, wenn man nicht direkt vor Ort ist. Aber es gibt ja auch super viele Möglichkeiten, sich online tatsächlich richtig weiterzubilden. Ich meine, man kann sich da zuwerfen mit irgendwelchen Titeln und hast du nicht gesehen. Die Frage ist, was ist davon sinnvoll und was nicht. Ich habe ja nun schon einige Sachen schon erlebt, gemacht und so weiter und finde, folgende Dinge sind für mich wichtig für Online-Weiterbildung beziehungsweise Online-Weiterbildung, weil pur online, denke ich, geht das gar nicht. Es gibt natürlich Angebote, die nur von zu Hause aus sozusagen funktionieren. Die sind meistens nicht so teuer. So. Und zwar funktionieren die so, dass man bestimmte Level beispielsweise erarbeitet, die Anleitung bekommt und dann zu Hause ein Video aufnimmt, sodass man da bestimmte Aufgaben eben mit dem Pferd löst und das dann einschickt. Letztendlich kann man aber diese Prüfung, also dann wird halt dieses Video dann geprüft, untersucht und kriegt ein Feedback dazu, ja, okay, bestanden oder nicht bestanden, und letztendlich kann man diese Prüfung ja so oft machen, wie man möchte, und wenn es nur ums Bestehen oder nicht Bestehen geht, ist es so, ja okay, dann mache ich es eben so lange, bis es einmal klappt. Ne? Das finde ich persönlich zum Beispiel, würde mir nicht reichen. Da finde ich wiederum eigentlich die Online-Turniere, ich habe immer noch keins gemacht, ich wollte unbedingt mal eins machen, aber ich weiß, dass Katharina von früher Merlinere, Kami Horse Diary und auch die Claudia von Twist Around, die machen viele Online-Turniere, super, super cool. Da steht man ja im Vergleich zu anderen und wird dann dementsprechend bei den Einsendungen eingeordnet und kriegt seine Platzierung. Das finde ich auch eine ziemlich coole Möglichkeit, die auch nicht so teuer ist, wo man sich halt für seine Arbeit Feedback holen kann. Eine weitere Möglichkeit, und das werde ich jetzt auch im Februar starten, ist auch eine Online-Weiterbildung. Ich selber starte jetzt eine Weiterbildung zum Pferdevitaltrainer. Die habe ich mir ausgesucht, weil ich einerseits die Trainerin, Ausbilderin persönlich kenne und wir uns, ja, also ich ein gutes Gefühl halt bei ihr habe und ich weiß, okay, wir sind da auf einer Schiene unterwegs. Was ja immer so eine Frage ist, wenn man zu einem anderen Trainer geht, so passt das überhaupt schon zusammen? Das vorher herauszukriegen, finde ich tatsächlich gar nicht so einfach. Höchstens halt über E-Mails oder so. Wie würdet ihr das rauskriegen wollen, ob man mit demjenigen auf einer Schiene ist? Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Ich bin mal gespannt, weil ich mache das tatsächlich lieber dann bei Leuten, die ich schon ein bisschen länger kenne oder von denen ich schon einige Sachen gesehen habe und gesagt habe, ja, in die Richtung möchte ich gerne weitergehen. Auf jeden Fall der Vitaltrainer, da funktioniert das so, dass man jeden Monat ein neues Modul bekommt, mit dem man sich beschäftigen soll, und da dann Videos einsendet, wie man diese Übungen dann beispielsweise macht oder eine Hausarbeit schreibt oder eben einen Fragekatalog beantwortet oder mehrere Sachen davon. Was ich super finde, weil man darauf dann direkt nochmal Feedback bekommt. Und am Ende gibt es eine Prüfung und nochmal Präsenzzeit, wo man konkrete Sachen nochmal gezeigt bekommt. Beispielsweise bei dem Vitaltrainer, das haben mich einige gefragt, ist halt inhaltlich zum Beispiel Blutegeltherapie mit dabei. Und die muss man natürlich vor Ort lernen und kann das nicht aus der Theorie irgendwie heraus machen. Während zum Beispiel so Balancepads und solche Sachen, da ist die Theorie dahinter sehr, sehr wichtig. Und die Ausführung an sich, wenn man dann erstmal weiß, worum es eigentlich geht, denke ich mal, kann man dann auch ganz gut über Video lösen. Und da ist es ein schöner, eine schöne Möglichkeit gefunden, da eine Mischung hinzubekommen. Und für mich ist es einfach eine Möglichkeit, mich da weiter zu spezialisieren, dort weiterzukommen und einfach meinen Erfahrungsschatz zu erweitern. Genauso gibt es zum Beispiel von der Eva auch einen Bodenarbeitstrainer, der genauso funktioniert, allerdings mit viel, viel mehr Videoeinsendungen und am Ende auch einer praktischen Prüfung, wo sie sich das genau selber auch nochmal anschaut, wie derjenige arbeitet, auch wieder über ein verlängertes Wochenende. Kostenpunkt bei solchen Kursen liegen in dem mittleren bis etwas höheren dreistelligen Bereich, also je nachdem, wie lange es dauert und wie viele Präsenzzeiten das sind. Finde ich tatsächlich, wenn man das so über mehrere Monate sieht,
gar nicht mehr so viel. Also wenn man so denkt, okay, ich gebe dann mal 70 Euro pro Monat aus für eine Weiterbildung, die mich tatsächlich auch weiterbringt, finde ich, hängt sich, also ist das schön in der Waage eigentlich. Ja, und damit habe ich mich dann zum Beispiel für so eine Weiterbildung entschieden. Ich kenne allerdings auch jemanden, zum Beispiel der Felix, der hat eine Ausbildung gemacht, wo viel, viel mehr Präsenzzeit mit dabei ist. Und er musste ja dafür auch ein Praktikum machen, soweit ich weiß, auch eine Arbeit schreiben und solche Geschichten. Solche Ausbildungen gehen dann schnell in die Tausender. Kenne ich vor allen Dingen von Trainern, die halt ihre spezielle Trainingsart und Weise unterrichten wollen. Und dort, ihr geballtes Wissen weitergeben. Das ist dann auch sehr intensiv und kommt einer Ausbildung in einem Ausbildungsbetrieb sehr nahe. Finde ich teilweise, was ich so gehört habe, sogar noch wertvoller als das, was ich in Ausbildungsbetrieben schon erlebt habe. Nämlich, dass die Auszubildenden eigentlich hauptsächlich am Scheißeschippen sind, wie es so schön heißt. Und gar nicht so viel mit den Pferden lernen oder halt dann später erst dann irgendwann mal. Aber da auch sehr viel Theorie letztendlich in der Berufsschule mit dabei ist und man praktisch auch nicht so viel lernt. Da finde ich tatsächlich diese, ich sag jetzt mal, privaten Weiterbildungen fast noch sinnvoller, weil die sich ganz intensiv wirklich mit dem Thema Pferd beschäftigen. So, jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Was habt ihr so für Erfahrungen gesammelt, was das Thema Ausbildung angeht, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, sich online weiterzubilden und so weiter. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Vitaltrainer, zu dem Bodenarbeitstrainer, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare rein. Schaut auf jeden Fall in die Infobox und klickt da einmal kurz auf den Link. Schaut euch das an, ob das für euch was ist. Damit könnt ihr auch mich unterstützen. Und ja, alle Fragen eben zu der Ausbildung gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie da alle. Und ein Link auch zu der Eva, die diese Ausbildung unter anderem anbietet, findet ihr auch in der Infobox. Und damit fröhliches Schreiben. Ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!